Ja, hey, kennst du schon mein Lieblingsbiwak am Harrisforest? Ja, genau dort befinden wir uns jetzt für Level 5 auf 6 vom Pfadfinder. Denn wir müssen hier jetzt, um mit dem Pfadfinder von Level 5 auf Level 6 zu kommen, 30 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, 3 Gegner im Nahkampf töten, 2x 3 Gegner mit einer Handfeuerwaffe töten, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Und innerhalb von 6 Sekunden 3 Gegner mit Kopfschüssen töten. Ja, geil, ne? So, jetzt haben wir hier irgendwie, normalerweise sieht das hier anders aus. Dass hier so eine Station ist, ist sehr ungewöhnlich. Aber immerhin werde ich so langsam mit der G28 warm. Da haben wir 3 Gegner, da haben wir sowohl die ersten Mal 3 Gegner mit einer Handfeuerwaffe ohne nachzuladen, Waffe zu wechseln, als auch die 3 Gegner innerhalb von 6 Sekunden mit Kopfschüssen. Die schnappen wir uns. Die drehen jetzt gleich um. In meinem Gebiet ist nichts. So, kommt Ja, kein Auto. hier ist Prima. auch alles ruhig. Ich habe mir eh die leisesten Schuhe der Welt, das ist eh perfekt. Eins, zwei, Jemand? Was zum? drei. So. Alles sauber hier. Brauchen wir noch einmal 3 Gegner und dann haben wir die zumindest. 3 Gegner im Nahkampf ist generell, ne? Da ist keine Zeitbegrenzung drauf, das ist gut. Jetzt haben wir hier natürlich nur noch wenige Gegner. Das ist doof. Ich weiß, da hinten ist ein Checkpoint, aber auf den Checkpoint habe ich jetzt ehrlich gesagt keine große Lust. Da hinten haben wir zwei. Wir haben ja keine Aufgaben mehr mit Zeitbegrenzung, also ich rüste mal eine Blendgranate aus. Ist nie verkehrt. Simultanschussdrohne brauche ich jetzt nicht. Blendgranate regelt. Guck mal, beide so dumm in die Richtung hier. Ach komm, was soll der Geiz? Die sind doch eh strunzdumm. Warum gebe ich mir solche Mühe? Warum kann ich hier durch den Boden schauen? Da fehlt irgendwie die Grastextur. Cool. Es ist Bugpoint. Uhu. Ghost Recon Breakpoint hat keine Bugs. Es ist Bugpoint. Es sind keine Bugs, denn das sind Features. Fehlende Texturen. Alter Falter, was ist hier los? Das hatte ich ja noch nie. Krasser Scheiß. Hä? Der Entdeckungston ist an? Siehst du Keine was? Ahnung. Bei mir ist Keine nichts. Ahnung, was da los ist. Warum höre ich, wenn ich entdeckt werde? Ich bin total verwirrt. So, Blendgranate. Ich hab Treffe die ich die jetzt Drohne. so oder Ich werde nicht? sowieso nichts finden. Scheiße, Ja. ich hab mir den Knöchel verdreht. Ja, das ist doof, wenn man sich den Knöchel verdreht, ne? Hier ist absolut nichts. Da! Meine Augen! Sprinte! Perfekt! Ich muss die Stellung wechseln. Du musst keine Stellung mehr wechseln. Ja, vielleicht von stehend zu liegend, ja. Was ist denn mit den Texturen los? Ah, ich weiß, was das Problem ist. Ich habe eben die Texturqualität von Ultimativ auf Ultra runtergestellt. Das wird das Problem sein. Nun, dann leben wir jetzt mal damit für diese Folge. Das ist ja doof. Vielleicht hätte ich das Spiel danach neu starten sollen. Ich bin nur ins Hauptmenü zurück und ja, hab gehofft, dass es reicht. Tut es offensichtlich nicht. So, noch eine Blendgranate für euch da hinten. Ach du Scheiße. So war das nicht gedacht. So. Und einen mit der Handfeuerwaffe. Jetzt nur dran denken, die Waffe nicht zu wechseln und nicht nachzuladen.
Ach, guck mal einer an. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, wo die Patrouille jetzt hergespawnt kommt. Und das Motorradding ist auch weg. Was eben noch da stand am Anfang der Folge. Aber was soll's. So. Einfach nur noch 21 Gegner töten, dann haben wir's. Da haben wir's. Die Basis da vorne, hä? Oh. Warum zur Hölle habe ich... Ich habe eigentlich diese Entdeckungsgedöns habe ich aus. Warum ist das jetzt an? Oder war das vorher auch an? Normalerweise habe ich das immer aus. Ich meine, ich spiele jetzt mit einem anderen Spielstand wie sonst, weil ich auf meinem Hauptspielstand den Pfadfinder schon auf Level 10 habe. Aber ich guck mal gerade nach. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das ist. Ich glaube, das ist nicht an den Ton gekoppelt, sondern ans Interface. Entdeckungsanzeige nie. Also, gut, das ist dann nur das Widget, aber Warnungen keine. Ich habe keine Ahnung. Ist eigentlich alles aus, bis auf die Beutebenachrichtigung und die Einsatzdinger. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Die Verwirrung ist verwirrt. Aber das erklärt vielleicht, warum die taktischen Depots auf einmal Töne machen. Ich habe vorher nämlich keine Töne gemacht, als es noch keinen Entdeckungston gab. Aber irgendwie hat das die Grafik runterzustellen von Ultimativ auf Ultra hat irgendwie alles kaputt gemacht. Sowohl die Texturen als auch alles andere, die Töne. Tot. Noch 18. Einer steht da hinten zwischen den letzten beiden. Und da oben laufen zwei rum. Das wissen wir noch aus. Ich glaube, der letzten Folge sogar. Es sei denn, sie tun es halt jetzt ausnahmsweise nicht. Öfter mal was Neues. Da oben waren zwei Scharfschützen. Kriege ich einen so? Ich weiß nicht, wie der Bullet Drop genau ist. Ja, nice. Guck mal an, da kommen sie ja. Greenface und Ray-Ban-Werbepartner oder so. Jetzt hat er da vorne gestanden. Jetzt steht da hinten bestimmt keiner mehr, oder? Ah, doch, da ist er. Hallo. Scheiß Zivilist. Schnell weggezogen. Naja, gut, war gelogen. Ich habe einfach daneben geschossen. Die hat sich so sehr erschrocken. Die hat vergessen, ihr Tablet fallen zu lassen. Ihr Notizbuch fallen zu lassen. Was steht denn da? Man kann es leider nicht lesen. Schade. Jetzt ist es weg. Das ist despawned. Gemein. Team, Stellung halten. Halt. Positionen nicht verändern. Positionen nicht verändern. Gut, dann. Öfter mal was Neues. Öfter mal eine neue Voice Line. Warum auch nicht? Ich will nämlich nicht, dass die KI-Kameraden... Dass die KI-Kameraden mir die Kills klauen. Denn ich hätte Kills ganz gerne selbst, denn KI-Kameraden-Kills zählen nicht für mich. Ich sehe nichts. Ich auch nicht, du bist irgendwie unsichtbar. Wo bist du denn? Hallo, da bist du ja. Ja, soll die VIP den Heli nehmen und abhauen? Mir wurscht. Ach. Junge! Das war der Funker. Immerhin habe ich den getroffen. Letzte Info nicht übermittelt, sehr gut. Das ist eine Blendgranate. Wer wirft den hier mit? Oh, und ein Sniper. Wer wirft denn da mit Blendgranaten um sich? Aber uncool. Oh. Oh Gott. Uiuiui. Ja, ich weiß, ich bin tot. Oh, fuck. Ja, mach keine Sachen. Ich bin ein bisschen verletzt. Meint ihr, ich habe genug Zeit, um mich zu verarzten, oder? Ich bin ein bisschen, ich versuch's mal. Ich streck einfach... Ja, Gott.
stell dich halt an. Dein Bein komplett abgetrennt durch den Schuss, aber was soll's. Oh, fuck. No, nein, 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 nein. Boah, alter Falter. Ich hasse das. Aber so mag ich, also ich hasse das, aber so mag ich das genauso. Deckung, Deckung. Ja, der hat nämlich nichts gesagt. Er hat sich einfach angeschlichen von hinten und das ist geil. Das ist geil. Stirb selbst. Stirb. Bisschen Overkill. Was soll's? So. Ist ja nur ein Kriegsverbrechen. Erfährt ja eh keiner, dass wir hier waren. Fuck. Ich bin leider sehr stark verletzt. Ich wechsle schon mal vorsorglich auf Pistole. Denn wenn da gleich... Ich wollte gerade sagen, wenn ich gleich ganz verletzt werde, dann kann ich eh nur noch mit der Pistole schießen, aber so weit ist es ja gar nicht gekommen. Zwei Gegner noch, wie ärgerlich. Jetzt räumt wahrscheinlich unser Team das komplette Lager auf. Die hat da hingezielt und hat nicht geschossen. Ist die Ja genau, und ich bin direkt wieder tot. Guck mal, ich konnte noch gar nichts machen. Ja komm, ich gebe auf. Alter, alter Falter, alter Schwede. Hey. Weißt du, früher bei Battlefield 3 bist du noch richtig, oder ich glaube sogar auch bei 4, bist du noch richtig dafür angegangen worden, wenn du Leute wiederbelebt hast, ohne vorher die Gefahr aus dem Weg zu räumen. Und ja, hier macht sogar die KI vor. So, ich brauche noch einen, bitte. Einen. Nur einen. Da steht da. Unter einer. Perfekt. Damit sind wir auf Level 6. Und wenn du Level 7 nicht verpassen willst, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.